Was? Ja, ich werde Friedensfusion, ich werde versuchen, zu den anderen Lagern zu gehen und ihnen zu sagen, dass wir da sind, weil vielleicht kriegen die das gar nicht mit, dass wir hier Musik spielen, ja? Vielleicht kommen dann später noch ein bisschen mehr, also wir gehen rüber und machen ein bisschen Werbung für die Veranstaltung hier. Also wenn dann so ein paar Leute kommen und ihr glaubt, es seien finstere Gestalten, fürchtet euch nicht, das sind nur Mitmenschen und Mitbürger, ja? Die wollen auch ein bisschen Musik hören, weil ständig Reden hören auf der Legida ist auch langweilig, glaube ich. Die Antifa, die amüsiert sich, glaube ich, nur mit Bier, ja? Na gut, okay, aber die dürfen ja leider eh nicht rüber, die erkennen wir ja optisch. Nein, vielen Dank, dass du mir das Mikro jetzt abnimmst. So muss ich den Clown machen hier. Nee, den Clown mag ich auch nicht machen. Ich wollte nur noch mal was sagen, gerade, weil ich das gerade wieder, stieß mir so negativ auf, die Antifa dort drüben bei der Gegendemonstration. Ich komme gerade von der Gegendemonstration, da stehen ein Haufen Freunde von mir. Und es ist eben nicht so, dass wir die Antifa und die Gegendemonstration zur Pegida einfach mal auf eine Handvoll Antideutscher, die immer gegen uns stehen, herunterbrechen sollten. Da sind ganz viele gute linke Menschen dabei, denen das einfach nicht passt, dass hier Rechtsradikale am Hauptbahnhof aufmarschieren. Und denen muss man absolut die Hand reichen. Also reduziert es bitte nicht immer auf die Antideutschen. Es gibt ganz viele gute Antifas, es gibt ganz viele gute Linke. Und ich denke, die Mehrheit dort drüben ist von diesen guten Linken. Die haben bloß keine Ahnung, was da für ein Spiel getrieben wird. Das ist doch das Problem. Hallo? Wenn ich an die Portale Friedensdemo Watch oder so, ja, wo es heißt, ich bin ein Antisemit, ich bin ein Neurechter mit direktem Zusammenhang zur NSU, ja, die erzählen, ich habe eine antisemitische Hetzrede gehalten. Stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ich stand vor der Synagoge und habe den Brief von Scheministen vorgelesen. Ein offener Brief an Netanyahu von einem ganzen Abitursjahrgang, der den Kriegsdienst verweigert und kritisiert die täglich begangenen Kriegsverbrechen der israelischen Armee und der Siedler. Und daraus machen diese Jungs eine antisemitische Hetzrede. Und diese ganze linke Antifa boykottiert uns deswegen. Ich habe die Schnauze voll davon. So, kriegen wir jetzt nochmal Musik oder was? Musik? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Rechten, die sind genauso gesteuert und bezahlt. Ja? Wenn ich sehe, nach 3 Wochen Pegida kriegt eine Frau Hörsel einen Live-Auftritt bei Frau Jauch, ich sag schon Frau Jauch. Hallo? Immer noch? Der Ton ist immer wieder.